Die Todgeweihten grüßen euch zurück bei Diablo 3. Ja, ist es. Und wir haben, wie versprochen, haben wir unsere Sachen nochmal schnell gesockelt und gemacht und getan. Genau, ach ja, muss ich gerade nochmal kurz, warte mal, glänzender Topaz, wir haben was zusammengebastelt, jetzt hier ewig Edelsteine rumhantiert, das ist, glaube ich, schon besser, wenn man das dann offline zeigt eigentlich. Wir machen da so eine Mixtur, denke ich mal, draus. Das denke ich auch. Also das dauert echt Ewigkeiten teilweise. Und ich habe gerade gefunden, ich habe an der Rüstung noch einen Sockel frei. Da gucke ich mal ganz kurz, Waffe, Vitalität, Stärke, Geschicklichkeit... Sonstiges 34 Geschicklichkeit. Ja. Was hab ich denn da noch drin? 34 Vitalität, da habe ich so ein Ding noch. Nee, so ein Ding. Also so ein Ding hast du noch? Ja, so ein Ding habe ich noch. Jetzt fangen wir hier schon wieder an mit diesem Kram. Ich gehe jetzt zurück durchs Portal. Schnell hin. Die will ich auf jeden Fall. Haus der Schreie. Die will ich auf der Waffe haben. Wir sehen uns im Haus der Schreie, mein Lieber. Okay, warte. Sonstige 26 Vitalität. Bringt mir Vitalität was? Vitalität bringt dir natürlich was, du bist ein, also wenn du entweder spielst jetzt auf Tank so ein bisschen oder halt auf Krieger, Warrior King. Ja, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich mehr Leben kriege und mehr Stärke austeile natürlich, immer. Ich pack mir mal so ein Schaden mache ich halt viel, ne? Du musst halt ein bisschen was einfangen, weil ich kacke schnell ab. Aber du bist halt Barbar, der teilt halt auch vor allem aus eigentlich. Ja, krieg ich schon hin. Hier bin ich. Hallo. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Was? Geh niesen. Ich muss. Manchmal muss man das Leben genießen. Oh, was ist das denn? Reißt du noch schnell die Bücher aus der Wand? Da musste ich gerade niesen, sorry. Gesundheit, lieber Sarazar. Dankeschön, sehr freundlich. So, ich hoffe, da sind keine Popel auf der Tastatur gelandet. Nee. Oh, Teil ist halt eingerissen. Hier, guck mal, Kammer des Zauberers. Ach so. Ave obitus, ave interitus, in surgus elistros in situ. Ach so. Das ja, sag das doch gleich. Da? Ich rufe die Seelen zurück, die diesen armen Menschen gestohlen worden sind, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Seid ihr verrückt? Sie verwesen. Ihre Seelen können weder durch Magie noch irgendwie sonst zurückgeholt werden. Moment, was ist das für ein Geräusch? Ach ja, der Schlaubi. Stufe 33. Oh, es ist Charok. Den wurzel ich weg, Alter. Keine Schnitte. Charok ist down. Irre. Hey, geil. Zauberer! Die Ignoranz ist unglaublich. Keine Magie mehr, hört ihr? Ja, natürlich. Seid gesegnet, werter Herr. Komm, ich hau nochmal die Hydra rein. Jetzt habe ich die Blitzhydra freigeschaltet. Das muss ja wohl geil sein. Das war die schwerste Quest, die wir jemals hatten. Ey, wer ist das denn? Ach, das war's. Das ist die Blitzhydra. Die ist Hammer. Ich erinnere mich noch. Mhm. Das war's? Mehr gibt's hier nicht? Nee, das war's. Aber eine Blitzhydra ist jetzt hier. Guck mal, da sitzt die. Ja, das ist gut. Da freut sich der Zauberer bestimmt. Die ist ganz nett. Der ist ja nicht mehr so einsam. Okay. Wieder raus in die Altstadt. Oh, ich muss husten. Ach. Genießen, husten. Ja, heute Blitzhydra. Ey, da lohnt sich voll, die Blitzhydra. Hat sich ja auch bei dem einen eben... Boah, wow. Wahnsinn, oder? Kosten, Nutzen sprengt die Skala. Ey, wir müssen ein bisschen runtergehen. Wir erkunden ja hier noch ein bisschen. Die Ecke, die Area. Ja. Check die Area, up die Hood. Check die Area. Da geht's runter? Nee. Hier müsste es doch noch tiefer gehen. Hier haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Folge mir einfach, Gregor Onk. Ich führe dich in die Verdammnis. Das ist ja wieder so. Ja, jetzt verwandelt er sich. Du wusstest doch schon vorher, dass du so ein Arschloch ist. Ja, jetzt kann man die Hydra was machen. Guck mal hier, Spaß die Hydra. Guck mal. Ja, die Hydra teilt aus. Alter, das ist immer noch der Spielsound ein bisschen zu laut, finde ich. Sorry, Freunde. Ich muss die Effekte ein bisschen runtersetzen, sonst hört man den Grunk nicht so gut. Okay. Das muss reichen. Oh, was sorry. Was machst du denn da eigentlich? Aber der Bestrafer. Ich musste... Hier, knochiger Zwinger nehme ich auch nochmal mit. Du guckst jetzt aber nicht die ganze Zeit in dein Inventar oder so, ne? Was du da machst. Ich habe nur kurz die Soundeinstellung nochmal ein bisschen... Das ist eine gute Idee. Den Game-Sound, damit... Das ist ja, super. Weil ich dich so schlecht verstehen kann, wenn das so mega laut ist, weißt du? Das geht mir auch nicht anders, aber dann spreche ich auch lauter meistens. Ich brauche mehr Arkankraft. Ja, aber das Brummen und so, das hört man ja trotzdem noch und es ist nicht so ausschlaggebend. Wie ein Kommentar von dir. Ach, jetzt hört's aber auf. Da erröte ich ja vor Schamesröte. Naja, du kannst mir im Notfall auch den Arsch retten. Na, solange es nur retten ist, bin ich, Gott, ich dachte, jetzt hört's aber auf. Hey, guck mal Uzrael, Uzrael. Auf drei? Eins, zwei, drei. Ich konnte Maltael in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Boah. Zu viele.
Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Diese Todesmacht kontrolliert den Seelentiegel. Zeit, dass sie stirbt. Die kontrolliert also den Seelentiegel. Alter, was da los ist und was hier für Leichenberge rumliegen. Alter, Finne. Boah, das sieht aber hammergeil aus gerade da hinten. Das ist mega krass. Alter Schwede. Nice. Sehr nice. Du kleiner Damage-Dealer, du. Was erzählt uns noch die liebe Hydra. Wir müssen auf jeden Fall die Leichenberge eindämmen. Komm mal nochmal, Hydra hier. Komm nochmal hier, der Blitzattacke. Vorsicht, hinter dir! Ich warte immer. Ihr habt die euch überkommende Finsternis selbst zu verantworten, Sterblicher. Oh. Unfreundliche Geselle. Hey, meine Hydra, vorsicht, die greift mich an, die macht Schaden. Wo bist du? Ach, da oben. Yeah. Huch! Oh, schnelle Seidenhandschuhe der Stagnation? Käufliches Heldentum, was war das denn gerade? Cool. Bei mir ging plötzlich dieser Bildschirm automatisch auf, weil ich aus Versehen wahrscheinlich geklickt habe wie ein Wahnsinniger. Ach, das ist interessant. Seltener Beinschutz. Oh. Den ziehe ich mal an. Den habe ich nicht. Endlich mal eine neue Hose. Ich hab da jemanden gefunden im Leichenhaufen, lieber Sarazar. Wen denn? Eine. Interessante Dame. Oh, die Miriam. Hi. Soll ich mal? Ich quatsche mal schräg von der Seite. Da muss ich mal kurz hier. Also, warte. Die ist doch. Was machst du denn? Das ist doch die Miriam. Ja, ja. Die lustige. Miriam. Warte. Die sieht ein bisschen ähnlich. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Uns ist nicht mehr zu helfen. Weiter geht's, Gregorius. Die Dame besteht zu 50% aus Brüsten. Ja, die sieht ein bisschen aus wie so eine Zigeuner-Wahrsagerin in so einem Disney-Film. Oh. Walter. Ja. Er beobachtet euch. Der alte Spanner, warum macht denn er sowas? Ich fühle mich jetzt unwohl. Ich feiere ja die Musik. Oh, und noch ein Beutel. Auf drei. Eins, zwei, drei. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario weilte. Als ich Maltael schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich nicht überrascht zu erfahren, dass er ebenso fühlte. Wir werden der Menschheit, dieser Geißel der gesamten Schöpfung, ein Ende setzen. Und am Ende wird Inarius' tragischer Fehler getilgt sein. Er wird getilgt sein. Er wird getilgt sein. Vertilgt sein. Ihr solltet euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Hier draußen ist es nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können... Sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Ja, ich meine, die sieht ja die ganze Zerstörung. Klar, da würde ich auch mitkommen. Ja, klar, würde ich auch. Lieber mit so zwei Superhelden, wie wir es sind, als alleine, ne? Alter, ganz ehrlich, bei den ganzen Toten und so, da würde ich lieber sonst wohin laufen. Nee, ich würde lieber mit uns gehen, ganz ehrlich. Also nicht aber, mit uns jetzt direkt, aber mit unserem Charakter. Weil, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du im Dorf sicher wärst. Weiß ich nicht, aber zumindest würde ich mich da sicherer fühlen, als hier über den Friedhof zu laufen, wo überall die Untoten aus den Gräbern quillen. Mit zwei solch tollen Helden? Ja. Yeah. Ich sehe, dass ihr euch von Leas Schicksal gibt. Woher wisst ihr von Lea? Seid nicht so griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Ihr macht wohl Witze. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Das stimmt. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Was habt ihr denn verloren? Ihren BH oder was? Vielleicht. Aber den hat sie, glaube ich, noch an. Also werden schon angehoben. Bin mir nicht sicher. Hm. Vielleicht hat sie Helium in der Karte. Einen ziemlich guten Stand. Ah,
Alter, wie wir den Friedhof auseinandernehmen, ich schäme mich ein bisschen. Warum? Wegen Friedhof und so? Naja, weil die Toten keine Ruhe lassen. Die zerstören ja auch die Steine und so. Ja, eine Gedenkstätte, das ist echt unverschämt, ne? Vor allem eine Krone und einen Plattenhelm. Den brauchen wir ja nicht. Die Zukunft? Sag mir, wird diese andauernde Zerstörung jemals enden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben haben. Ach. Warum glaube ich euch nicht? Weil es nicht vollends der Wahrheit entspricht. Und weil ihr bei Astro TV gearbeitet. Ihr sich beharrlich weigert zu glauben, dass ihr jemals glücklich und zufrieden sein könntet. Ich brauche Arkankraft. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Leute von Tristram und so was überhaupt noch irgendwie glücklich und zufrieden sein können. Was denn? Ich lache gerade darüber, weil es gibt doch eine vom Astro TV, diesen Witz, wo die ihre Brüste auf die Theke legt. Das passt so zu Miriam. Wo die ihre Brüste auf die Theke legt. Warte. Oh, Alter. So. Ah, wollte ich mir gar nicht noch aus, oder? So, komm lieber. Sicher, sicher. Legt euch mal wieder ein bisschen hin. Schön. Plopp, plopp. Es ist wunderbar, euch endlich zu treffen. Auch wenn ihr ein wenig hagerer seid, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Naja, gut. Boah, wie viele Welten wir schon gerettet haben, ne? Ja, zwischendurch Stufe geht aber. Ja, hast du aber recht. Will ich gar nicht wissen, wie viele wir schon gerettet haben. Echt? Also virtuelle. Jetzt auch hauptberuflich. Oh, hier ist der Wegpunkt. Cool. Wilddornfriedhof. Hallo. Hast du aktiviert? Das ist sehr lieb von dir. Das ist der Wilddornfriedhof, lieber Gronk. Wilde Dorn. Wilde Dorn lassen ja auch Platz für Romantik auf dem Friedhof. Ja. Ich bin auch ein bisschen romantisch berührt, wenn ich hier rumlaufe. Oh, hier, guck mal, hier kann man Penny Bartholomew. Ah, warte, hier mal wieder. El Fetto Grande ist wieder da. El Fetto Grande, der Bauchmops. Oh, wer ist hier, das denn? Ich hau mal an. Ich kann hören, wie mein Ehemann in seinem Sarkophag stöhnt. Bitte, setzt seinem Leid ein Ende. Ist er immer noch dran, oder? Ist so kindisch, Mann. Nicht, mein Liebster. Dieser Held wird euch befreien. Oh. Das ist stärker, als ich gedacht hätte. Ja, na gut, aber der ist auch gleich weg. Was der Typ alles dabei hat. Komm, quatsch die Alte mal an. Ich danke euch. Jetzt können wir in Ewigkeit beieinander sein. Herzzerreißend. Ich bin von meinen Qualen erlöst. Und unsere Geister sind wieder vereint. Ein schöneres Leben nach dem Tode kann ich mir nicht vorstellen. Wartet, was ist das? Die Gesellschaft, Hydra, du sollst mal zur Hilfe ein. Das war's. Das ist ein toller Zauberstab. Alter, legendärer Gegenstand. Den muss ich kurz abchecken. Moment. Okay. Da ist er doch. Ach, was hab ich denn hier? Nicht identifiziert. Ach. Hey. Alter, was für ein geiles Teil. Das ist ja der Wahnsinn. Scheiße, jetzt habe ich da mein Sockelding draufgelegt, Mann. Ah, der ist noch viel besser. Was denn? Hör auf damit. Ah, den kann ich eh nicht sockeln. Super. Alter, guck mal, mein legendärer Zauberstab hier. Warte mal, da habe ich noch Stärke drauf. Ich habe einen legendären Zauberstab. Wusstest du das schon? Jetzt wollt schießen, jetzt lauf nicht gleich wieder los, Alter. Achso, ich war hier gerade am Arbeiten. Du Doofchen. Warte mal. Okay, ich komm zurückgerannt. Die haben mich angehalten. Lass mich im Frieden. Hydra, komm zu mir. Tausche gerade mich noch aus ein bisschen. Ja, die Hydra macht das schon. Ich lock die an, die Hydra. Das schützt dich. Blitzwiderstand erhöht den Schaden, aber physischer Widerstand ist wichtiger. Die Axt, die Giftschaden. Boah, ich hab so viel Krante hier wieder. Aua, die kleine Fledermaus. Bei Treffern 11% Flächenschaden. Mhm, der kommt 11%. Aber als das jetzige. Okay, was das ist denn der Hammer? Nimm dir mal die Seidenhandschuhe. Regeneriert 39 Leben pro Sekunde und plus 75 Leben pro getöteten Gegner. Verdammt. Brauche eigentlich nicht so viel Stärke. Ich müsste. Oh, hier habe ich was zu identifizieren. Legendäres Amulett. Die Hydra macht das schon. Herr Ramel? Ich bin hier vorne die ganze Zeit um die Ecke. Ich spiele hier ein bisschen. Ich habe Freunde gefunden. Meine Hydra beschützt mich. Viele Freunde sind aber nicht geblieben. Da unten waren wir schon.
Was ist eigentlich mit meinem kleinen Freund hier? Bitte erwähne das jetzt nicht im Let's Play, ja? dem legendären Zauberstab. Sehr gut. Okay. Wie die Tante einfach immer mitläuft. Ja, die ist aber Wahrsagerin, also ist nicht so schlecht. Die hat zwar nichts drauf, aber die ist Wahrsagerin. Besser als eine Ja-Sagerin. Ja, theoretisch. Ja, kommt stimmt. Drauf an. Wahrsager sind ja meistens Ja-Sager. Kommt drauf an, in welcher Situation. Ich wärme mich gerade erst auf. Ich wärme mich übrigens gerade erst auf, sagt er. Mehr Arkankraft. Ja. Aber er braucht trotzdem mehr Arkankraft. Flieger Fleischfresser. Ich muss bald mal wieder meine Skills ein bisschen umstellen, glaube ich. Was musst du gleich? Meine Skills ein bisschen umstellen, weil sonst wird es ja langweilig auf Dauer. Wieso? Jetzt sei doch nicht so unwirsch. Unwirsch. Interessant. Ey, warum haust du da diese Urnen kaputt? Ja, weil ich hoffe, da könnte noch was Kleines drin sein, aber... Aber... Ist doch Diablo, weißt du, da schlägt man doch immer alles kaputt. Ja, war macht man irgendwie, auch auf Friedhöfen, da hast du dich eben noch beschwert. Komm, da vorne geht's weiter, wir sind jetzt einmal wieder nur im doofen Kreis gelaufen. Aber da sind kostbare Kettenbänder drin. Na toll. Ja, und da drüben liegt Gold. Finde den Meisterseelentiegel auf dem Vorhof von Adelsruhm. Adelsruhm. Das ist unsere Mission. Und dazu hole ich die Hydra. Ich häng ab auf Adelsruhm. Und was machst du? Boah, die Hydra ist schon eine große Hilfe, muss ich ja mal sagen. Ich muss mich an dieser Stelle mal bei der Hydra bedanken. Komm zurück, Hydra. Ja. Leistet ganze Arbeit, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, gerade bei so vielen Kleinkram-Gegnern. 26 Monster getötet. Ich mache ja schon. Schaut, dass ich noch nicht einen einzigen Heiltrank gebraucht habe. Ich habe einmal einen gebraucht und einmal bin ich schon gestorben, aber ich vertrage halt auch nicht so viel wie du. Ja, ja, ich bin ja zum Einstecken da und du zum Austeilen. Ja. Die ganze Welt. Das gefällt mir. Oh, Beinwickel. Glasklinge der Grausamkeit. Hydra, komm zu mir. So, wie klein ist das denn? Hydra. Komm schon, Fetti. Ich freue mich schon auf den Kampf. Alter, was ist los? Ich bin eingefroren. Ich auch. Das ist aber nicht so geil. Oh, schon wieder eingefroren. Ja, das tut gerade ungut. Jetzt habe ich einen Heiltrank genommen, was? Puh, jetzt habe ich gerade auch einen Heiltrank genommen. So, wo ist meine Hydra? Komm zurück. Mach sie fertig, die Viecher. Ach, das waren Premium-Mäuse hier. Premium-Fledermäuse. Deswegen haben die so lange gedauert. Stille Beinwickel der inneren Stärke. Bringt die Heilung ja noch Ring viel? Der Todeskraft. Schillernde Träne. Diese schillernden Träne. Oh. Na, sieh mal an. Ein Schrein der Gunst. Gunst? Ja, was, wenn das was günstet der dir denn, der Schrein? Ah, es ist ganz günstig gerade. Oh, Vorsicht, ich glaube, der hier war der Einflieger. Ja, wir also Betonung auf wahr. Hier brauche ich meine Hydra gar nicht. Ah, ich hätte eben eigentlich auch mal wieder meine magische Supergestalt hier nehmen können. Oh, warte, wir haben unten eine Queste. Auf der Karte, eine Queste. Warte, lass jetzt hier lang gehen kurz, oder? Dann haben wir den Bereich einmal abgesiedelt. Ich wollte hier ich zeig die magische Gestalt mal, da geht's nämlich richtig ab. Okay. Ich brauche ja gar nichts machen. Ich sammle die einfach nur ja. Hinterher und sammle ein. Alter, ich brutzel die sowas von weg. La 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 la. Dafür sammle ich mal die Truhen auf. Ich kann fliegen. La 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 la. Ich muss nichts machen. Das ist ein Traum. Ich bin ein Barbar und bin eine zarte Elfe beim Damage. Oh, 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 oh. Jetzt. Oh, der hat mich angezoomt. Das ist gar nicht gut. Warte, warte, warte. Hydra. Ist weg. Okay. Ja, ich halte da nicht viel aus. Das war der Ausgestoßene. Auch wenn ich diesen Strahl ja so gerne mag, ich glaube, ich ändere jetzt gerade mal meinen Zweitwaffenspiel gleich. Damit ich nicht immer dasselbe mache, Wese. Boah. Aber das geht halt auch echt ab, so die Skillung mit dem Blitz und so. Oh, wer ist das denn? Das gut. Kumpel von dir? Ja, ist netter. Mit dem war ich noch gestern saufen, man sieht's. Das ist netter. TM.
So, warte mal. Ja, ich musste mal gerade was tun. So, ja, okay. Hier nehmen wir mal die Arkanflut. Und zwar... Stufe 34. Hast du auch schon gelevelt eigentlich? Oh, das mache ich mal einfach. Hast du schon gelevelt? Ich bin gleich so weit auch erst. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal gelevelt. Nö, ich habe eben nicht gelevelt. Ich würde gerne gleich noch Fähigkeiten aussuchen. Ich habe ja auch noch Freunde, Community, warte, ich muss auch gerade nochmal... Ich steig eh gleich wieder auf, aber der ist so hart hier. Unfassbar. Unglaublich, ne? Ja. Komm jetzt einfach vor, ich bin eine Witzfigur. Ich mach gerade eine Charakterklasse als Punching Ball. Alter. Achso, die sind schon alle tot. Steht eine halbe Stunde rum und schießt. Der alte Agro-Klaus. Ja, so zierlich der Charakter auch aussieht. So faustdick hat der Zauberer es hinter den Ohren. Und weil sich ja viele Leute denken, warum hast du den denn nicht anders gestaltet? Das geht bei Diablo nicht. Der ist so vorgegeben, der Charakter. Ich find's aber, ich kann mich auch mit dem anfreunden. Ich finde ihn cool. Nur der hätte mal ein bisschen cooler Klamotten. Ich dachte nur zu, dass der eine Frau, muss ich ehrlich sagen, weil der natürlich ein bisschen feminin aussieht, was aber jetzt... So ein Elfenmagier, ja, weißt du so. Komm mal mit. Oh, neues Ereignis. Warte, sprich den noch nicht an. Ja? Das nämlich machen wir in der nächsten Folge, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Finde ich super. Bis dahin. Tschüss. Da war ich jetzt mal der Böse, weißt du? Aber jetzt habe ich ja die Uhr genau im Blick. Und bevor wir den Robert ansprechen, ich frage mich, der ist ein Totengräber. Was kann der uns auf dem Friedhof wohl für eine Quest geben, Sarata? Was meinst du? Vielleicht eine Leiche ausbuddeln? Was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Oh, das war jetzt ganz billig. Ja, also, egal. Also, das, ja, genau, was? Also macht's trotzdem. Ist voll interessant. Was? Was soll der ausbuddeln? Wirklich so? Ja, der soll ausbuddeln. Ja gut, dann soll er buddeln. Ja, aber da könnte sein, dass der auch einen kleinen Schatz sucht. Und das könnte sogar sein, dass der seine verlorene Frau hier sucht. Oder eine neue. Oder... Vielen Dank fürs Zuschauen und... Tschüss.